Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Session Angry Video Game Nerd Adventures. Ja, wieso ich so schlecht gelaunt klinge, das Spiel hat mich schon bevor es losging mehrmals zur Weißglut getrieben. Ja, wir haben, ich denke mal, 15 Leben verbleibend. Und das ist eigentlich noch ein ganz guter Wert, so sehr wie ich hier, ja, alleine ausgerastet bin. Was soll das? Und mir ist aufgefallen, ich mache sehr oft, wenn ich sterbe. Damit sollte ich aufhören. Ja, auf jeden Fall, diese Stelle regt mich auch ziemlich auf bereits. Wir befinden uns immer noch hier. Wir müssen an den Totenköpfen vorbei. Die Hexe ist ja kein Problem mehr. Ha, tschüss, Hexe. Ja, aber die Totenköpfe. Da befinden wir uns seit 35 Parts. Und ich weiß echt nicht, wie wir daran noch vorbeikommen sollen. Werde ich in 34 Parts sagen, denn wir befinden uns seit einem Part hier. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich vorbeikommen soll. Ha, was eine Überraschung, wenn das hier erst der zweite Part ist, wo wir hier sind. Und ja, ich weiß nicht mal, wie ich an den ersten vorbeikommen soll. Wahrscheinlich bin ich etwas außer Übung, weil ich einen Tag nichts eher aufgenommen, nicht gespielt habe. Das ist natürlich sehr kritisch. Wird diese Stelle etwa im ganzen Part ver Was war das denn? Im ganzen Part vertreten sein und wir werden nichts anderes mehr zu sehen bekommen? So kann es nicht sein. Ich habe nämlich das besser gesagt, ich habe nicht das Gefühl, als würde ich diese Stelle schaffen in diesem Part. Und das soll was heißen. Ja, was macht man da? Wenn man ich könnte eigentlich versuchen, ich versuch's jetzt einfach mal, weil ich cool bin. Ja, okay. Okay. Das war nicht mein Versuch. Mein Versuch kommt jetzt. Wenn ich überhaupt so weit komme. Es ist mittlerweile kein Witz, dass ich mir Sorgen mache, ob ich überhaupt an den ersten Totenköpfen hier vorbeikomme. Ja, da sieht man schon. Ach ja, übrigens, ich habe sturmfrei. Warum erwähne ich das? Aber auf jeden Fall niemanden, den ich stressen kann. Das heißt, wenn mich das Spiel aufregt, kann ich auch in aller Ruhe ausrasten. Damit das klar ist. Ja, es klingt jetzt so, als würde ich meinen Fans eine Ansage machen. Damit das klar ist. Nein, natürlich werde ich ganz normal spielen und vielleicht, wenn das Spiel Fläche bietet, werde ich ausrasten. Ja, zum Beispiel hier. Das war übrigens mein Versuch, direkt rüber zu springen, aber man muss die Lücke nehmen. Das haben die Erfinder gut bedacht. Also, vor dieser Session habe ich übrigens noch ein Update vom Spiel gemacht und es erspart uns in diesem Level ein Pop-up. Yay. Was für ein schönes Update. Wir wissen nicht mal, was uns erspart geblieben ist. Weil wir haben es ja gar nicht mit Pop-Up gesehen. Der Pop-Up. Der Pop-Up. Das Pop-Up kommt nämlich vom Boss. Ja, es macht also keinen Unterschied. Ja! Habe ich diese Stelle gerade geschafft? Nein, denn diese Stelle hatten wir schon im letzten Part. Ja, hatten wir? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Ich hatte nicht mehr viele Bierflaschen, war klar, dass ich da sterben werde. Aber ich glaube, diese Stelle hatten wir auch im letzten Part schon, also. Scheißegal, du! Und es wird eine Welle von Enemies kommen, das erkenne ich daran, dass uns eben die Bazooka mal wieder angedreht wurde. Kann man damit die Sterne abschlachten? Das wäre auch mal eine gute Nachricht. Komm, bitte. Das Spiel ist nicht einmal nett zu mir. Nicht einmal. Ja. Was macht man da? Das da, das da. Ach, komm schon! Wow, okay, hier waren wir schon. Aber wir haben naja, wir. Ich habe mies verkackt. So, ich lege jetzt meine Maus an die Stelle, wo ich hinspringen muss. Damit ich die Stelle erwische. Weil ich möchte nicht verlieren. Ja, okay, das hat gar nichts gebracht, weil sich das Bild ja mitschiebt. Und durch. Ja, scheiße, Alter! Das Spiel kann mich mal sowas von. Ich möchte es nicht mehr spielen. Ja, okay, ich möchte schon noch spielen. Eigentlich macht es ja recht Spaß. Recht Spaß. Links Spaß. Es macht links Spaß. Es ist einfach nur beschissen. So, und jetzt durch. Und bitte ein Checkpoint. VIP? Ist das der Boss? Es ist der Boss!
Wir haben den Boss, Motherfucker. Und das ist dieser Cowboy auch von Android, von Atari Porn bekannt. So, jetzt muss ich den aber auch schaffen, weil sonst hat sich das gar nicht gelohnt, die ganzen Leben zu verschwenden. Stirb, Motherfucker. Du hast einen kleinen Schwanz, weil du ein Cowboy bist. Und Cowboys haben immer einen kleinen Schwanz, weil sie Cowboys sind. Ich bin kein Cowboy, denn ich bin ein mutiger Krieger. Der hatte doch nur noch ein Stückchen Sinn in seinem Leben. Stirb, du hast einen kleinen Schwanz. Schwuchtlader. Ja, ich bin geladen. Liegt das etwa am Spiel? Nein, nein, so kann es auf keinen Fall sein. Wow, ich rede ziemlich stotternd. Stirb, stirb. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Das hast du dir so verdient, du kleiner Wichser. Ja. Wir haben's. Okay, zu viel schon. Ja, ich hab gedacht, als nächstes... Das Haunted House. Und zwar werde ich es diesmal so machen. Ich habe noch 5 Leben verbleibend. Ich habe mir gedacht, ich bringe mich so oft um, bis ich wieder alle 30 habe. Haha! Ausgetrickt, Spiel. Jetzt werde ich mit 30 Leben weiterspielen. Übrigens setze ich jetzt einen Schnitt. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Jetzt richtig mit dem Haunted House. Also, who dares enter Bimmy's Nightmare World? Ja, und man merkt schon, die Ansicht ist etwas verändert. Erinnert an die Blitzansicht bei Pokémon, dass man so nur einen gewissen Spalt des Bildschirms sehen kann. Ja, aber das soll mir nichts machen. Ich bin ein mutiger Krieger. Ich habe Beat It and Eat It geschafft. Was soll mich noch aufhalten? Oder wer soll mich noch aufhalten? Ja, schön. Die Stacheln wollen mich aufhalten. Ja, wer soll mich noch aufhalten? Ich bin der Beste. Wahrscheinlich wird das so ein richtig arschiges Level. Ich sehe schon, hier wird so viel Scheiße vorkommen. Ich werde keinen Bock mehr auf dieses Level haben. Okay. Lokalisieren wir das Level doch einfach. Es kommt mir so vor, als wäre jetzt eigentlich mehr Licht als vorher. Es gibt Zombies, es gibt Geister, es gibt Stacheln, die es eigentlich in jedem Level gibt. Diese Stacheln, diese... Ja, diese Totenköpfe wahrscheinlich auch. Und es gibt Plattformen, die einfach erscheinen. Einfach so... Ja, fuck it. Ja, Geister gibt es, Zombies. Wahrscheinlich wird es noch den einen oder anderen neuen Gegner geben. Ich gehe mal stark davon aus, das gab es nämlich in jedem Level. Yeah, ich kann Schallwellen. Ja, ich kann Schallwellen, das war auch sinnig. Jo, rüber. Ja, richtig cool versuchen. Richtig cool zu versuchen, rüber zu springen, wenn der Geist auf der anderen Seite am Boden ist. Und man kann sich auch nicht denken, dass man da stirbt. Nein, 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 nein! Dieses Level erinnert mich an Mega Man. Ich weiß, also ich habe ziemlich viele Mega Man-Teile gespielt. Ich kann nicht genau sagen, in welchem das war. Da gab es ein Level, das war auch in einem Geisterhaus, glaube ich. Wenn ich, oder Hardhead oder so, ich weiß es auch nicht genau. Auf jeden Fall erinnert das mich stark daran. Nur die Ansicht war nicht so beschissen. Und die Geister waren nicht so arschig. Und es war irgendwie leichter. Ja, Mega Man ist ein minderwertiges Spiel. Es ist viel zu leicht. Ja, ein Checkpoint. Garbage scared me. Schön, dass es diese Hexen vom letzten Level auch wieder gibt. Ich habe die Levels in chronologischer Reihenfolge gespielt und deshalb treten die Objekte wieder auf. Ja, wahrscheinlich gehört die Hexe eigentlich zu diesem Thema, aber... Die haben sich gedacht, in Beat It und Eat It, das sind so gamprige Hexen. Die bauen wir doch auch ein. Ja. Ja! Es gibt auch unsichtbare Totenköpfe, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Aber wieso machen die Hexen die was? Die fliegen einfach vorbei. Oh ja, da gibt's auch Löcher. Da. Die fliegen einfach vorbei und dann war's das. Mehr machen die nicht. Die haben keine weitere Funktion. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ah ja, Pumpkins. Wie angekündigt, dieses Level wird einige Neuerungen, neuen Enemies beinhalten. Auch wenn ich es noch nie gespielt habe. Ah ja, und bald ist ja Halloween in 20 Tagen. Ja, deswegen passen die Pumpkins auch sehr gut in das
Thema der heutigen Zeit, du. Aber was mir nicht an diesem Level gefällt, ist, dass ich sterbe. Was macht man da? Man muss sich also vorsichtig. Nein, stirb. Man muss sich also vorsichtig rantasten und gucken, wo die neuen Felder entstehen. Oh, ein Checkpoint. I know you are here. Whoa! Because I can smell, was weiß ich. Ja, ich werde diesmal verfolgt. Es ist diesmal nicht so, dass der Nerd irgendwas sucht. Ja, ich muss. Was? Ach so. Das kennt man auch aus irgendeinem Spiel. Ich weiß nur nicht mehr aus welchem. Ich glaube, Hardhead. Da gab's das. Scheiße! Das gefällt mir nicht. Stirb. Tschüss. So. Ein ziemlich beschissener Teil des Levels. Ja. Ha, ich bin cool. Jetzt bin ich nicht mehr cool, weil ich gestorben bin. Ich habe ein Problem. Das Level ist ziemlich schwierig. Ja, das hat man wahrscheinlich immer in diesem Spiel. Ich habe ein Problem, das Level ist schwierig. Aha, war's das? Oh fuck! Ja, in your face, bitch. Was ist das denn? Ein Level. Habe ich's? Ich hab's. Ich habe mich irgendwie durchgewurstet. Oh, cool. Man wird trotzdem getroffen, wenn die angehalten sind. Ich habe es noch nie ausprobiert davor. Dann warte ich, bis alle unten sind. Haha, ihr seid scheiße. Denn ich bin cool. Nee, ich bin auch scheiße. Ja, ich bin so scheiße, dass ich da runterfalle. So, jetzt seid ihr scheiße. Weil ich cool bin. Ja, ich geh einfach durch. Hilft ja alle nichts. Na du? Jetzt muss man auch noch voraussehen, was diese Schlange macht. Ich habe übrigens auch eine Schlange. Sie lebt bei mir Tag und Nacht. Nacht, 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 Nacht. Zu diesem Level fällt mir auch nur gute Nacht ein, weil es so scheiße ist. Nein, es ist cool. Was rede ich da? Hab ich's? Ja, ich hab's. Denn ich bin scheiße. Nein, damit meinte ich nicht mich, damit meinte ich diesen Abschnitt des Levels. Oh, voraussehend denken. Das ist etwas, was ich nicht im Petto habe. Ich müsste mir einen Lageplan von diesem Durchgang zeichnen, weil sonst hat man da ziemliche Arschkarten gezogen. Arsch, 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 Arschkarten. Danke. Was ist das denn für eine Scheiße? Wow, hatte ich Glück. Ich will nicht sterben. Ey, doch, ich bin gestorben, aber da war der Checkpoint. Das heißt, es ist nicht mehr weit. Ja, aber ein zweites Mal das Ganze machen ist dann doch wieder etwas schwieriger, weil man vielleicht an alten Hindernissen scheitert, die man davor mit Leichtigkeit gelöst hat. Und Rennen, Rennen, Sprinte. Ja! Checkpoint erreicht. Aber es geht weiter mit dem Spuk. Dieses Level verursacht übrigens auch bei mir Spuk, innerlichen Spuk. Ich fühle mich scheiße, während ich es spiele. Wer schon mal Slenderman gespielt hat, kann sich das Gefühl denken. Man erschrickt sich, wenn man stirbt. Bei Slenderman ist es aber mehr so, der Slender ist sauer. Ah! Aber hier ist es mehr so, der Totenkopf erscheint vor dir und du, ja, Crack spielt Call of Duty, das ist cool. Der Totenkopf erscheint vor dir und du denkst dir nur, ach, fick dich, Spiel. Es ist der Slenderman-Effekt, nur mit fick dich. Nein, die Fledermaus kann mich. Ich will das schaffen mit diesen 30 Leben. Warte, wir haben schon recht viel Aufnahmezeit. Ich werde gleich vielleicht den Übergang zum nächsten Part ankündigen, beschreiben, nennen. Was so. Pff, das war ja so einfach, wie konnte ich daran scheitern? Okay, jetzt beenden wir den Part. Tschüss, bis zum nächsten Part.